Ein herzliches Willkommen, Samstag, 9.15 Uhr. Sagt mal, habt ihr nichts anderes zu tun? Der Vortrag hier ist im geschützten Raum und ich bleibe deshalb auch mal beim Du. Worum es heute geht? Es geht um Zeitmanagement. Also darum, dass ich mit euch und eurer wertvollen Lebens- und Arbeitszeit umgehe. Und daher erlaube ich mir zu sagen, was euch erwartet. Impulse zum Thema eures Lebens, Impulse zum Umgang mit eurer Arbeitszeit. Also, das ist euer Vortrag, letztendlich nicht meiner. Und wenn das nichts für euch ist, dann schaltet ab. Geht sofort raus, verschwendet nicht eure Lebenszeit oder stellt Fragen, die euch interessieren. Das könnt ihr gerne im Chat machen. Ich bin übrigens nicht alleine. Ich habe meine Trainerkollegin Birgit Kock an der Seite und die hat eine ganz wichtige Funktion für mich, denn die ist heute mein Zeitwächter. Ja, und wir beginnen eigentlich direkt mit einer Frage, warum es sich überhaupt lohnt, mit Zeitmanagement zu beschäftigen. Nun, ich bin ja selbst Unternehmer und wie ihr zwischendrin auch im Homeoffice und man hätte eigentlich immer irgendetwas zu tun. Und deswegen habe ich in der Vorbereitung einfach mal geschaut, was denn das mächtige Google-Werkzeug sagt, wenn es um das Thema Zeitmanagement geht. Und was glaubt ihr, wie viele Begriffe da kommen, wenn man nach Zeitmanagement googelt? Schreibt mal eure Schätzung, wie viele Treffer es zum Thema Zeitmanagement gibt, einfach in den Chat. Den findet ihr unten. Ja, hier kommen schon die ersten, also 2 Millionen, 1 Million, 10.000, einer sogar 123 Millionen. Hi. Ja, also eine bunte Mischung, also jeder hat irgendwie so die Vermutung, das Thema Zeitmanagement könnte interessant sein. Und ich löse es jetzt natürlich auch auf. Ah, da googelt einer, dann bin ich schneller. Denn ich habe 6,4 Millionen Treffer gefunden zum Thema Zeitmanagement. Und das heißt ja, Zeitmanagement ist offensichtlich nicht nur um 9.15 Uhr für euch morgens interessant, sondern für eine ganze Menge im Geschäftsleben, im Arbeitsleben und in ihrem eigenen Leben. Ja, und ich habe es ja fast vergessen. Ich habe gesehen, viele Teilnehmer kenne ich, aber es gibt offensichtlich auch welche, die mich nicht kennen. Deswegen habe ich so eine Zauberfolie. Und die Zauberfolie ist die hier. Damit ich nichts vergesse, stehen die wichtigsten Informationen in dem roten Balken drin. Eine ganz riesengroße Zahl. Und dann habe ich noch eine andere Information mitgebracht. Also, ich löse es auf. Das eine ist, man sieht es ja vom Bild. Ich bin der Uli Grieser, Business Trainer und Unternehmensberater für die Fliesenbranche. Und die Zahlen da unten, das ist mein Merksatz. Also die 56 sagt mir, ich bin 56 Jahre alt. Die 3 sagt mir, ich habe 3 Kinder, bin verheiratet mit Frau Steffi und ich lebe in 56422 Wirges im Westerwald. Kein schlechter Trick, oder? Das andere hat mit dem Zeitmanagement zu tun. Ich habe gestern einen Umrechnungsrechner gefunden im Internet und der hat mal umgerechnet mit meinem Geburtsdatum 26. März, was das eigentlich heißt, wie lange ich denn schon auf der Welt bin. Ja, und habe herausgefunden, das sind 20.763 Tage und den Rest, den könnt ihr selbst lesen. Erschreckend oder toll? Naja, es könnte auch erschreckend sein, wenn man weiß, dass der durchschnittliche Mann in Deutschland 78,6 Jahre lebt. Also wenn ich dann jetzt überlege, da bleiben ja dann noch 22 Jahre, 8036, naja, vielleicht hören wir besser auf, weil dann wird es ja irgendwie fatal. Aber die gute Botschaft ist, ich bin ja auch kein durchschnittlicher Mann. Und bevor es jetzt fatalistisch bleibt,
Kommen wir vielleicht zu ein paar Hauptbegriffen, auch wenn es um das Thema Zeitmanagement geht. Das Erste, was ich mitgebracht habe, ist der Begriff der Pünktlichkeit, weil da vieles verwechselt wird zum Thema Zeitmanagement. Der ein oder andere kennt ja meine Frau Steffi und die ist eigentlich vorbildlich organisiert. Ja? Mit richtig Vorlauf organisiert sie alle beruflichen und auch privaten Angelegenheiten. Und immer dann, wenn es darum geht, ist sie fertig. Das andere bin ich selbst. Also, ihr kennt mich vielleicht. Ich arbeite gerne, aber auch gut auf den letzten Drücker. Bis zur letzten Minute, dann aber auch mit der Zuversicht, es zu schaffen. Und wir beide, Steffi und ich, wir haben eines gemeinsam. Nämlich den Wert der Pünktlichkeit. Und warum Pünktlichkeit so wichtig ist, das hat Ludwig der 16. im Grunde schon gesagt, denn da hieß es, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Und was meinte er damit? Naja, Menschen, die pünktlich sind, die zeigen, dass sie auf Augenhöhe mit ihrem Gesprächspartner sind. Die zeigen, dass die Zeit des anderen wichtig ist. Sie zeigen auch, dass sie in der Lage sind, ihre Zeit zu planen und wenn wir geschäftlich unterwegs sind, vielleicht auch einen Puffer einzubauen, um diesen plötzlichen Stau, der ja auf der Autobahn sein kann, dass der den Plan nicht durcheinander bringt, sondern dass der Termin ebenfalls gehalten werden kann. Und selbst wenn ich diesen Termin nicht halten kann, meinen Gesprächspartner anrufe und ihm mitteile, ich komme 10 Minuten später. Das heißt, jemand, der pünktlich ist, kann auch vorausschauend planen, hat Selbstdisziplin und hat Selbstmanagement. Und deswegen bitte nicht verwechseln Pünktlichkeit und Zeitmanagement, weil ich habe an dem Beispiel von Steffi, meiner Frau, und mir gezeigt, es gibt verschiedene Wege, pünktlich zu sein. Und wenn mich jemand fragt, in meiner Eigenschaft als Unternehmensberater, sag mal, wie kann ich denn meine Pünktlichkeit verbessern? Dann sage ich, du, bist du vielleicht verheiratet und hattest mal einen Termin am Standesamt? Überleg mal, warst du damals pünktlich? Oder ein zweites Beispiel. Ihr reist in Urlaub nach Teneriffa. War vor der Pandemie vielleicht ein bisschen einfacher, aber stellt euch vor, ihr habt wieder eine Flugreise. Glaubt ihr, der Pilot wartet auf euch? Oder ist es da nicht angetan, dass ihr pünktlich diesen Termin wahrnehmt? Und deswegen sage ich, das Thema Pünktlichkeit hat etwas mit auf Augenhöhe agieren mit dem Gesprächspartner zu tun. Und deswegen ist Pünktlichkeit für mich auch eine wichtige Tugend. Ich möchte dann bei den Begrifflichkeiten auf etwas Zweites kommen. Und das ist was ganz Modernes, also Work. Life Balance. Also ganz offensichtlich soll unser Work, also unsere Arbeit, das Leben irgendwie in der Balance sein. Und wenn er mich fragt, irgendwie ist das ein Thema, was mich richtig antatscht. Ich weiß nicht, wer gestern die Pressekonferenz von Borussia Mönchengladbach von Max Eberl gesehen hat. Da saß ein gebrochener Manager, der gesagt hat, ich bin müde und leer. Ich muss mich um mich kümmern. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir uns darauf verständigen können, auch hier in der gemeinsamen Präsentation, dass es nicht um Work-Life-Balance geht, sondern eigentlich um Life-Balance geht. Und ich habe mir überlegt, was zu dem Thema Life-Balance ich mitbringen kann, damit das, was wir gestern gesehen haben, ein gebrochener Mann, damit sowas nicht passiert und möchte euch dafür ein Konzept vorstellen, was ich selbst auch benutze. Und dieses Konzept ist relativ einfach, denn wir sehen hier vier Lebenssegmente. Und ich habe mal so einen Leuchtpunkt mitgebracht, um euch zu verdeutlichen, wo ich auch bin. Wir beginnen mal bei dem ersten Segment der Nähe. Was ist damit gemeint? Also jeder in seinem Leben benötigt Nähe, und zwar in der Partnerschaft, für Freunde und Hobbys. Das erste Feld. Das zweite Feld ist Reichtum. Das könnte sehr verlockend sein, weil was meinen wir mit Reichtum?
Natürlich meinen wir damit Geld, aber ich meine auch alle nicht materiellen Werte. Ich meine auch so etwas, reich zu sein, weil man hilfsbereit ist. Reich zu sein, weil man an Innovationen teilnimmt. Reich zu sein, weil man Freude empfindet oder Freude gibt, Freude schenkt. Der dritte Quadrant, das ist die Arbeit. Das kennen wir. Da geht es um Karriere, da geht es um Beruf, da geht es um Organisation. Und last but not least, der letzte Quadrant, der nennt sich Ruhe. Und was meine ich damit? In der Ruhe meine ich Erholung und Schlaf, Sport und Gesundheit, Achtsamkeit, alles das, was uns zur Ruhe bringt. Und wenn wir diese vier Lebenssegmente akzeptieren, wenn wir sagen, die sind in Ordnung, dann kann ich euch sagen, dass wir hier mit der Skala auch ein relativ einfaches Mittel haben. Also ganz simpel und banal, wenn ihr euch das aufzeichnet oder ihr könnt es auch gerne bei mir abrufen, eine Selbstaufschreibung vonstatten gehen zu lassen. Denkt mal entweder täglich oder wöchentlich oder vielleicht monatlich darüber nach, wie ihr in den Segmenten eigentlich performt habt. Also nehmen wir mal Ruhe, da geht es um Schlaf und Erholung. Also ich kann euch sagen, naja, das war gestern so ein bisschen unterdurchschnittlich, weil ich natürlich etwas aufgeregt war für den Vortrag, weil ich nicht ganz so gut geschlafen habe. Also da würde ich jetzt, wenn ich das einzuzeichnen hätte, vielleicht eher hier auf der Skala liegen. Und wenn ich dann mal das Thema Nähe habe, also Partnerschaft, Freunde, Hobbys, dann sage ich, Mensch, toll zu sehen, dass hier in dem Chat auch Freunde von mir mit dazu gekommen sind, die heute Morgen ihre Lebenszeit kurz nach dem Frühstück offensichtlich dafür nehmen und mit mir gemeinsam hier in dem Vortrag erleben, wie das Thema Gestaltung der Lebenssegmente vonstatten geht. Also wer Interesse hat, sollte wissen, dieses Rad, was wir hier vorfinden zu den Lebenssegmenten, ist ein sich selbst regulierendes System. Denn wenn einer anerkennt, dass diese vier Segmente da sind, dann ist damit zeitgleich auch gewährleistet, dass ich darauf achte, habe ich da ein Defizit oder ist hier alles in Ordnung. Und das kann ich euch empfehlen für eure Selbststeuerung. Ja, liebe Birgit, ich schaue mal gerade in den Chat. Ich sehe, im Moment sind noch alle bei mir und offensichtlich ist es so, dass wir in dem richtigen Tempo auch miteinander unterwegs sind. Ist alles wunderbar. Also ich habe deine Zeit im Auge und wunderbar. Mach weiter. Gut, dann tue ich das auch. Dann komme ich jetzt eigentlich zu dem, was ich auch versprochen habe im Vortragstitel. Ich habe zu dem Thema Zeit- und Lebensmanagement auch Methoden mitgebracht. Und eine dieser Methoden hat mit dem hier zu tun. Ja? Mit diesem Frosch. Und die Methode, die heißt auch so. Die heißt Eat the Frog. Also Englisch soll heißen, esst den Frosch oder besser noch, ja, den weniger niedlichen Frosch, nämlich esst die Kröte. Und das heißt nichts anderes, als wenn der Tag beginnt, beginnt mit der wichtigsten, mit der Aufgabe, die euch am meisten belastet, direkt morgens. Und dieses Eat the Frog System oder die Systematik, die beruht auf einer Veröffentlichung eines amerikanischen Coaches, Brian Tracy hieß der. Und der hat nichts anderes gesagt als dieses Bild des schleimigen Frosches. Dieses würde ich eigentlich nicht essen, ist eigentlich nur ein Symbol für eine unangenehme und schwierige Aufgabe. Und was könnte das sein? Also es könnte zum Beispiel sein, ein Anruf bei einem cholerischen Kunden, wo wir den Termin überzogen haben. Ja, das könnte auch sein, dass ich im privaten Bereich ein Problem vor mir herschiebe. Und die Eat the Frog-Theorie sagt, wenn ihr euch fokussiert auf die Arbeit, wenn ihr euch fokussiert auf diese Aufgabe des Frosches, dann habt ihr, wenn ihr die erledigt habt, das Schwierigste des Tages schon aus dem Weg geräumt. Und siehe da,
Auf einmal ist die komplette Stimmung aufgehellt. Ihr profitiert den gesamten restlichen Tag davon. Und derjenige, der bereit ist, diese schwierige Aufgabe auszuräumen, der wird auch sehen, wenn er das einmal gemacht hat, wenn er das ein zweites Mal gemacht hat, dass er auch geübter darin wird, schwierige Dinge zu erledigen und damit den Tag freizuräumen. Und das heißt nichts anderes, derjenige, der in der Lage ist, diese Kröte zu schlucken, am frühen Morgen schon zu schlucken, der gerät in einen Flow und der Rest des Tages geht deutlich einfacher vonstatten. Also, hier der kleine Frosch, esst den Frosch. Die nächste Methode, die ich noch vorstellen möchte, die hat damit zu tun. Steffi wird sich vielleicht jetzt beschweren, weil unser Kühlschrank leergeräumt ist, aber was ich hier in Händen habe, sind kleine Strauchtomaten. Und die Methode, um die es geht, ist die Pomodoro-Methode, das Pomodoro-Konzept. Und das Pomodoro-Konzept, das sagt nichts anderes aus. Italienisch Pomodoro ist die Tomate. Das ist eine Methode von Francesco Cirillo, ein Italiener, wie man vom Namen hört, aber der war beschäftigt bei einem deutschen Start-up-Unternehmen in Berlin. Und die Methode hat etwas mit fokussiertem Arbeiten zu tun. Und wenn wir Menschen mit dabei haben, die vielleicht in Werbeagenturen arbeiten, die es gewohnt sind, unter Druck Leistung zu erbringen, die große Projekte haben, dann kennen die möglicherweise diese Methode, denn diese Methode ist die klassische Methode zum fokussierten Arbeiten. Das Besondere an dieser Methode sind kurze Arbeitsattacken. Also das Konzept soll heißen, wenn wir konzentriert und ungestört arbeiten, dann schaffen wir ein enormes Pensum. Und wie wir das schaffen, das ist ein Stufenplan in dem Pomodoro-Konzept. Also zunächst geht es darum, sucht euch diese Aufgabe mal aus. Ja, das kann, wer studiert hat, vielleicht eine Examensarbeit sein, es kann eine Projektarbeit sein, die ihr für euren Kunden erledigt, aber es kann ohne weiteres auch mal ein Projekt im Garten sein, wenn ihr in eurer Freizeit seid. Dann stellt euch bitte den Wecker auf 25 Minuten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann eliminiert alle Störungen, die ihr euch vorstellen könnt. Also schließt die Tür, stellt das Telefon ab, fahrt euer Mailprogramm runter, surft mal nicht in Facebook, hängt vielleicht wie ich einen Zettel an die Tür, bitte nicht stören. Und dann arbeitet konzentriert und lasst euch wirklich auch nicht stören. Ja? Schaltet alles aus und lasst euch nicht stören. Und erst dann, wenn der Wecker geläutet hat, dann macht 5 Minuten Pause. Und diese 5 Minuten Pause, die dient dazu, dass ihr wieder frisch werdet, dass ihr wieder wach seid. Und dann, nach jeweils 4 Pomodori, also wenn ihr 4-mal diese Tomaten hinter euch habt, dann macht eine längere Pause. 15 bis 20 Minuten. Und was lernt ihr daraus? Ja, was ihr daraus lernen könnt, ist Folgendes. Das erste ist, ihr verlasst erstmals den Pfad, immer nur 100% abliefern zu müssen. Manchmal sind auch 80, 85, 90% ausreichend. Hauptsache, ihr gebt euer Konzept ab. Hauptsache, eure Aufgabe ist erledigt. Feilen könnt ihr immer noch. Ihr geratet auch mit der Pomodoro-Methode in einen Flow. Ihr werdet sehen, dass diese kleinen Portionen auch Spaß machen. Das Ausschalten von Störungen, die uns heute umgeben, bringt euch nach vorne und dann habt ihr auch Fug und Recht darauf, wieder eine Pause einzulegen. Also das Pomodoro-Konzept. Olli, jetzt nochmal dein Zeitwächter. Es ist jetzt 9:35 Uhr. Ja, Birgit, herzlichen Dank. Wie ihr seht, das Thema Organisation von Zeit kann man auch delegieren. Und das habe ich ja getan. Deswegen herzlichen Dank, Birgit, für den Hinweis. Mir sagt das, ich bin in der Zeit. Wir haben ausreichend Gelegenheit, gleich noch zu diskutieren.
Denn ich komme jetzt schon zur Zusammenfassung meines Vortrages. Die wichtigste Botschaft, die ich heute mitgebracht habe und das, was wir gelernt haben, auch an dem Beispiel von Max Eberl. Es geht nicht darum, eure Zeit zu organisieren, sondern organisiert bitte euer Leben. Und wenn ihr diesen ersten Schritt gemacht habt, wenn ihr dazu Ja gesagt habt, dann gibt es eine ganze Menge Methoden, da gibt es eine ganze Menge Ideen, was man dann machen kann. Das zweite ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und ich hoffe für euch auch. Es geht nicht darum, ist die Arbeit besonders wichtig oder die restlichen Felder besonders wichtig, sondern es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen den Lebenssegmenten, die uns beanspruchen. Und es geht auch darum, herauszufinden, gibt es dort ein Defizit, gibt es dort Bereiche, die ich vernachlässige. Wenn das so ist, dann kann man das eine Zeit lang tun, aber ich mache es nochmal an dem Beispiel Schlaf. Dauerhafter Schlafentzug wird dafür sorgen, dass ihr nicht mehr gesund seid. Dauerhafter Schlafentzug wird dafür sorgen, dass ihr eure Leistungen in den anderen Feldern mit euren Freunden, Bekannten, mit eurer Partnerschaft, aber auch in dem Arbeitsleben nicht erbringen könnt. Der Weg ist das Ziel. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist auch so. Jemand, der zielgerichtet durch sein Leben geht, der ist auch in der Lage, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und letztendlich ist das euer Leben, das heißt eure Ziele. Ja, auch eure Ziele in Verbindung mit eurer Firma, mit eurem Arbeitsleben, mit eurem Partner, die stehen im Vordergrund. Die Prioritätensetzung, also was da richtig und was da falsch ist in eurem Leben, die wird nicht von anderen gesetzt, sondern die Prioritäten, die solltet ihr setzen. Dann seid ihr in einem selbstbestimmten Leben und nicht in einem fremdbestimmten Leben. Ja, und das ist mir besonders am Herzen, denn natürlich habe auch ich To-Do-Listen und da steht alles Mögliche mit drauf. Und natürlich habe ich auch einen durchgetakteten Kalender und da steht alles Mögliche mit drauf. Und trotzdem kommt es vor, dass ein Tag nicht so verläuft, wie ich den vormals geplant hatte. Und das wird euch auch so gehen. Und weil das so ist, ist die Reihenfolge das Wichtigste, wenn euer Lebenskonzept stimmt. Wenn euer Tages-, euer Wochen-, euer Monatskonzept stimmt, dann seid ihr auch in der Lage, flexibel zu sein. Und tut mir bitte einen Gefallen, verplant nicht jede Minute, sondern bei all der Organisation verbringt die Zeit auch im Hier und Jetzt. Dann, wenn es schön ist, dann, wenn es euch gut geht, genießt das und achtet auf euch selbst. Und kleiner Tipp auch da, den man gerne nachher bei mir abfordern kann. Es gibt auch als Unternehmer sowas wie einen Stundenplan. Ja, und ich kann ein Beispiel hier nennen. In meinem Stundenplan beispielsweise steht drin, dass ich mittwochs um 17 Uhr mein Büro hier abschließe. Warum? Ja, ein paar in der Gruppe wissen das. Ja, weil um 19 Uhr mein Alte-Herren-Training beginnt und ich vorbereitet auch diesen für mich dann wichtigen privaten Termin in Angriff nehmen möchte und deswegen gibt es auch für Unternehmer so etwas wie einen Stundenplan, wo die wichtigen Termine beruflich und privat vermerkt sind. Und dann würde ich gerne zum Abschluss auch noch sagen, ich habe ein paar Methoden und Tools vorgestellt und da gibt es eine ganze Menge mehr. Was ich erkannt habe und euch wirklich auch anraten kann, holt euch von diesen Methoden immer mal eine dieser Methoden mit in euren Arbeitsalltag. Probiert mal aus, was für euch sinnvoll ist. Ist es vielleicht die Pomodoro-Geschichte, kleine Einheiten? Oder macht es für denjenigen, der viel verschiebt, nicht auch Sinn, den Frosch morgens zu essen? Alles das sind Methoden, die bewährt sind. Das heißt noch lange nicht bei euch bewährt sind. Also probiert sie aus, studiert. Auch bei dem Thema Lebensmanagement, was die richtige Methode für euch ist. Es gibt eine ganze Menge auch im digitalen Bereich dazu. Wer Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Ich meine nicht nur Projektmanagement wie Trello oder Asana, sondern auch kleine wie so ein Pomodoro-Timer. Alles das gibt es.
Ja, und dann darf ich euch eigentlich nur noch ermuntern, mit euren Fragen jetzt auch wieder zu mir durchzukommen. Oder wenn ihr sagt, Mensch, das ist ja exakt getimt, wir haben jetzt noch 5 Minuten unserer Lebenszeit, die wir auch anders verbringen können. Kein Problem, schreibt mich an. Meine Mailadresse seht ihr oben. Ihr wisst ansonsten, wie ihr mich erreichen könnt. Und herzlichen Dank dafür, dass ihr eure Lebenszeit mit mir in diesem Vortrag verbracht habt. Uli, ich habe gleich eine Frage an dich. Vielen Dank erstmal, die aus dem Chat kommt. Ne? Wenn mein Biorhythmus eher später meine Leistungsfähigkeit steigert, ne, also jemand vielleicht später eben aktiver wird, sollte ich dann trotzdem Eat the Frog probieren? Was ist deine Empfehlung? Ja, also meine Empfehlung ist, dass der Eat the Frog im Grunde ja sagt, nimm dir eine schwierige Aufgabe vor. Und ich finde, das, was der Zuhörer hier bemerkt hat, nämlich zu sagen, ja, ich habe ja einen ganz anderen, für mich selbst rausgefunden, einen anderen Höhepunkt meiner Tätigkeit. Dann wird er diese Aufgabe natürlich mit dem Biorhythmus zu dem Zeitpunkt seiner Leistungsfähigkeit am besten erledigen können. Da spricht auch nichts dagegen. Aber hier geht es ja um Punkte, die einfach sagen, die belasten mich auch. Und daher meine Empfehlung, auch in einer Phase, wo du vermeintlich denkst, Mensch, ich bin noch gar nicht so fit, probier es einfach mal aus. Ich sage, Eat the Frog heißt einfach nur, schaff dir Ballast weg und den Ballast so früh als möglich wegzuschaffen, das ist die Lösung. Ja, vielen Dank, Uli, für diese Antwort. Wir im Chat bedanken sich schon die Teilnehmer bei dir ganz herzlich für diesen sehr guten, inspirierenden Vortrag. Und ich lese auch gerade, dass sie versuchen wollen, das umzusetzen. Und natürlich das Wichtigste ist, dass man Freude an seiner Arbeit hat, ne? Und dann kommt ja dieser Flow, den du auch beschrieben hast, dann mitunter ganz selbstverständlich. Ich kann da auch wirklich nur die Empfehlung auch von meiner Seite geben, die Dinge zu probieren. Und sich feste Zeiten eben einzustellen. Bei mir ist es immer die Zeit zwischen 12 und 14 Uhr. Das ist nämlich die Zeit für meinen Hund. Da muss der nämlich raus. Und damit ich die nicht vergesse und den armen Kerl dann, ja, auch mit den Lebenszeit, genau. Genau. Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis, Birgit. Ich schaue gerade mal von der Seite noch auf die Uhr, sehe gerade, dass Menschen, die unpünktlich sind, soll man die darauf hinweisen? Ich finde schon, denn das hat etwas damit zu tun, wie ich eben sagte, dass man auf Augenhöhe agiert. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, andere Menschen auf deren Umgang mit der Pünktlichkeit hinzuweisen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ja nicht als Anschuldigung gemeint ist, sondern als eine Hilfestellung, das gegenseitige Miteinander zu erleichtern. Und das ist, glaube ich, sowieso das beste Schlusswort, was wir haben. Bei all dem, was wir hier tun, geht es um das Leben auch des anderen. Ich darf euch alle nur dazu ermuntern, achtsam miteinander zu sein. Speziell, wenn es um berufliche Dinge geht, können wir in der Sache gerne miteinander streiten und diskutieren und dann auch zu Lösungen kommen. Aber wichtig ist, da haben immer zwei oder mehr Menschen miteinander zu tun und die sollen ein gesundes und glückliches Leben führen. Ja, und damit sind wir auch am Ende des geplanten Vortrages. Ich darf Sie alle ermuntern, das Vortragsprogramm nochmal zu studieren. Da ist noch viel, viel mehr heute drin. Gehen Sie zu den Ausstellern auf die Stände, informieren Sie sich und ich wünsche Ihnen eine gute Lebenszeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank.